Nummer 1. Frag sie um Gottes Willen nicht, ob du besser bist als ihr Ex. Hey Andrea, ich hab's doch drauf, stimmt's? Ich rocke doch im Bett, hab ich recht? Und ich bin doch echt besser als der Robert, richtig? Grundgütiger, denk nicht mal im Traum dran, derartige Fragen zu denken und schon gar nicht laut auszusprechen. Deine Selbstsicherheit, die für alle Frauen der Welt wie Opium wirkt, wandert dabei in den Keller. Das nächste Mal, wenn ihr es dann tut, wird sie wahrscheinlich tatsächlich an Robert denken, was im schlimmsten Fall das Todesurteil für eure noch frische Romanze sein kann. Zweitens, vergiss alle Schmutzfilmchen, die du jemals gesehen hast. Kein Spaß, Partner. Das, was da an schmutzigem Material auf deinem Bildschirm flimmert, wenn du ganz alleine bist, hat wenig bis nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Es ist sogar eine Verzerrung der Realität, die dafür sorgt, dass es vielen Männern immer schwieriger fällt, überhaupt in traute Zweisamkeit mit einer Frau zu gelangen. Ich hatte bei einer Frau selbst auch mal die Idee. Hey, das, was Großmeister Ron Jeremy da macht, muss doch hier irgendwie machbar sein. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Das Resultat? Es dauerte nicht lange, bis sie mich dezent aber doch bestimmt darauf hinwies, dass sie nicht meine Gummipuppe ist. Lektion gelernt, würde ich sagen. Drittens, mach ihr vor und während der Nummer Komplimente. Also das ist ein Geheimtipp, den wirklich viele Jungs übersehen. Du musst kein Showmaster sein, der die Lady ohne Pause durchs Programm führt und ausufernde Schimpftiraden in Richtung Frau kommen auch nicht gut, auch wenn es verlockend ist. Die Lösung liegt hier in der Mitte und kleine Komplimente sowie hier und da auch drastische Formulierungen bringen Frauen erstaunlich in Fahrt. Nummer 4. Am Vorspiel kommst du meist nicht vorbei. Ja, es gibt Frauen, die brauchen Quickies wie die Luft zum Atmen und gerade das Morgennümmerchen scheint bei Frauen gar nicht mal so unbeliebt zu sein. Danach geht's ja eh gleich in die Dusche, denken die sich bestimmt. Aber die Mehrheit der Frauen kommt erst so richtig in Fahrt und ist auch nur dann bereit, wirklich komplett jeden Anstand aufzugeben, wenn du Wert aufs Vorspiel legst. Nimm dir hier am besten viel Zeit und bearbeite sie von oben bis unten mit Küssen und Berührungen von Stellen, die dir auf den ersten Blick eher nicht so spannend vorkommen. Die Veranstaltung ist kein Rennen, bei dem es darum geht, am schnellsten ins Ziel zu kommen. Fünftens, trimme deinen Busch. Okay, kümmerst du dich um deine Frisur auf dem Kopf und deine Gesichtsbehaarung, damit du adrett und gepflegt ausschaust? Ich nehme mal an, ja. Das Naheliegendste ist doch also, wenn du auch da unten nicht alles wild wuchern lässt. Frauen haben kein Interesse, sich durch einen Urwald durcharbeiten zu müssen. Und mit einem Trimmer kannst du hier schnell und einfach Abhilfe schaffen. Komplett plank musst du es nicht mal machen. Und wenn's nach Frauen geht, die in Straßeninterviews gefragt wurden, reicht es für die allermeisten aus, wenn du eine Kürzung der Haare vornimmst. Naja, so eben, dass alles schön aufgeräumt wirkt und zugänglich ist. Nummer 6 ist Geruchshygiene. Dass Frauen sensibel in Bezug auf Gerüche sind, ist nichts Neues. Und ich muss dir sicher auch nicht sagen, dass du deinen Imperator und dessen Kronjuwelen regelmäßig waschen musst. Natürlich haben Männer einen anderen Körpergeruch als Frauen. Und es gibt einen Unterschied zwischen typisch männlichem Geruch und Vernachlässigung der Hygiene. Letztere sorgt unweigerlich dafür, dass die Stimmung der Frau schlagartig auf den Nullpunkt sinkt. Du bist also gut beraten, hier entsprechend Maßnahmen zu treffen. Empfehlen kann ich dir hier schonende Intimpflege speziell für Männer und auch Babypuder gegen Schweißentwicklung. Mein 7. Tipp sind frisch gewaschene Bettlaken. Ich habe das immer wieder festgestellt, Kumpel. Das Schlafzimmer ist zusammen mit dem Badezimmer der Ort, welcher in puncto Sauberkeit bei Frauen höchste Priorität hat. Bei uns Männern ist das irgendwie nicht so der Fall und wären da nicht die Frauen, so wäre zweifellos unsere Garage der mit Abstand gepflegteste Raum im ganzen Haus. Damit sich deine Frau dir aber voll hingibt und dich in die Kategorie Superliebhaber packt, sollten deine Bettlaken in erstklassigem Zustand sein.